Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 4, einen Antrag der Fraktion der Piraten mit der Drucksachennummer 9584. Nordrhein-Westfalen braucht ein Landesluftverkehrskonzept und wir beraten in Verbindung damit einen Antrag der FDP-Fraktion mit der Drucksachennummer 9599 mit dem Titel Stillstand in der Luftverkehrspolitik beenden, NRW-Luftverkehrskonzeption 2010 endlich fortschreiben. Ich eröffne die Aussprache und erteile zunächst der Fraktion der Piraten zur Begründung ihres Antrags das Wort. Und es spricht für die Fraktion Herr Kollege Bayer. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Besucher hier und am Chatstream. Zum Luftverkehr wende ich mich heute an das gesamte Kabinett. Minister Groschek macht ja beim Luftverkehr eher so sein eigenes Ding. Man gewinnt den Eindruck, was im Kabinett keine Mehrheit findet, will er einfach durch den Bund durchsetzen, versucht es. Offiziell wartet man so auf das Luftverkehrskonzept des Bundes, welches weit weniger überfällig ist als ein Landesluftverkehrskonzept. Es gibt, glaube ich, keins, was älter ist. Dabei erzählt selbst Alexander Dobrindt der Presse unter dem Titel Groschek macht seine Hausaufgaben nicht, Zitat, wie sich der Flughafen Düsseldorf entwickelt, liegt nicht allein in der Entscheidung des Bundes. Dabei liegt es doch im ureigenen Interesse des Landes, selbst aktiv zu werden. Das Land hat doch Ziele. Die Landesregierung rühmt sich für das Klimaschutzgesetz. Ja, dann gehört dazu auch ein Landesluftverkehrskonzept. Im LEP-Entwurf werden Ziele genannt, aber in Sachen Luftverkehr stützt sich dieser Entwurf auf die Zahlen aus den 90er Jahren. Das sind die aus der NRW-Luftverkehrskonzeption 2010, aus dem Jahr 2000. Weeze ist da noch ein voraussichtlich frei werdender Militärflugplatz. NRW ist das Land mit dem dichtesten Flughafennetz, mit dem größten Ballungsraum, in dem in dicht besiedeltem Gebiet einer der drei wichtigsten Flughäfen Deutschlands liegt. Ein Land wie Nordrhein-Westfalen muss als Land, nicht hintenrum über Kommissionen, als Land die Verantwortung für seine Menschen und seine Flughäfen übernehmen. Und mit seinen Zielen und hohen Anforderungen muss es den Mut haben, voranzugehen und Ansprüche vorzulegen. Wenn Sie sich im Kabinett nicht für eine Richtung entscheiden können, ja, dann spielen Sie meinetwegen Schnick, Schnack, Schnuck. Aber lassen Sie Ihre Entscheidungsschwäche nicht an denen aus, die endlich eine klare Ansage erwarten. Und das sind sowohl die Anwohner und von Fluglärm und Luftbelastung Betroffenen, als auch die Wirtschaft und die Flughäfen. Dass Sie hier gleich von zwei Anträgen in die Zange genommen werden, sollte Zeichen genug sein. Sicherlich sind die inhaltlichen Forderungen und Prioritäten für ein Landesluftverkehrskonzept bei Piraten und FDP gänzlich verschieden. Das werden wir vielleicht noch sehen. Aber wir sind uns einig darüber, dass wir Leitlinien brauchen, dass wir Klarheit brauchen und dass das Gehopse und Gewarte so jedenfalls gar keinem was bringt. Wir sollten offen und transparent über die Aufgaben und Anforderungen sprechen. Da hilft es zum Beispiel nicht, wenn die Landesregierung ständig wiederholt, es gäbe keine Subvention des Landes für die Regionalflughäfen. Ja, nicht aus dem Landeshaushalt, ja, aber natürlich gibt es Subventionen der öffentlichen Hand. Und die gehören auf den Tisch. Und wenn die von der Gesellschaft getragenen direkten und indirekten Kosten zu hoch sind, dann kann so ein Flughafen nicht erhalten werden. Dann wird auch ein Regionalflughafen geschlossen. Uns ist die Einbindung des Luftverkehrs in ein Gesamtverkehrskonzept wichtig, das auch alle Verkehrsmittel einbezieht, als Teil einer modernen Verkehrswende. Dazu gehört natürlich auch der Ausbau alternativer Schienenverbindungen, der langfristige und intensive Ausbau. In dichten Ballungsräumen darf es keine Nachtflüge geben. Und zur Bewertung von Lärm und Schadstoffen sollen die neuesten Erkenntnisse berücksichtigt werden, die dann auch eine standardisierte Bewertung und Vergleichbarkeit garantieren. Und zur Vermeidung von Lärm und Schadstoffen müssen in NRW endlich Werkzeuge eingesetzt werden, die spürbare Lenkungswirkung haben. Also zum Beispiel lärm- und zeitabhängige Gebühren in wirksamer Form. Wir dürfen nicht das Luxusproblem schönerer Slotvergaben über die Gesundheit der Menschen stellen. Und wer dabei sagt, dass es Gesetzgeber
Exekutive und öffentlichen Anteilseignern allen zusammen nicht möglich sein soll, hier lenkend einzugreifen, der kann sich dann gleich ganz zurücklehnen. Und ja, leider tun sie das ja auch. Die Liste an Maßnahmen, die ich jetzt hier aufzählen könnte, ist lang. Herr Klocke, vielleicht ergänzen Sie das noch ein bisschen, ansonsten tue ich das im Ausschuss nachher. An die Landesregierung, denken Sie an Ihre eigenen Ziele, an das Klimaschutzgesetz, wie an wirtschaftliche und planerische Ziele. Denken Sie an die Flughäfen, die Wirtschaft, die Anwohner und die Politik, die von klaren Ansagen und Regeln des Landes profitieren würden. Und dann machen Sie es einfach. Formulieren Sie Leitlinien und legen Sie ein Landesluftverkehrskonzept vor. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Bayer. Und nun begründet Herr Rasche für die FDP-Fraktion die Forderung nach dem neuen Konzept. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die FDP, und das sage ich vorweg, will die Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandortes Nordrhein-Westfalen stärken. Die Piraten, das haben wir heute gehört, und die Grünen, das hören wir seit vielen Jahren, wollen definitiv das Gegenteil. Ein kurzer Blick zurück, meine Damen und Herren. 2008, 2009, 2010, an diesem Rednerpult, damals in der Oppositionsrolle, haben permanent die Vertreter von SPD und von Grünen gefordert, dass das Luftverkehrskonzept Nordrhein-Westfalen fortgeschrieben werden muss. Am massivsten in der Intensität war das damals Horst Becker, seinerzeit verkehrspolitischer Sprecher der Grünen. Dann kam vielleicht etwas plötzlich die Regierungsübernahme im Jahre 2010 und dann gab es ein Problem. Wie können sich diese beiden Partner bei diesem Thema einigen, da sie völlig unterschiedliche Ziele verfolgen? Das Ergebnis dieses Prozesses, die bisherige Position wurde über den Haufen geworfen, denn plötzlich war überhaupt kein Luftverkehrskonzept in Nordrhein-Westfalen mehr nötig. So kann man auch mit Problemen umgehen, die Nordrhein-Westfalen hat. Um diese Handlungsfähigkeit zu vertuschen, wurde einfach gesagt, die Verantwortung muss erstmal Berlin machen, Berlin muss uns Eckwerte oder ein Konzept vorgeben. Meine Damen und Herren, nordrhein-westfälische Interessen müssen, egal wer dort sitzt, von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen vertreten werden und nicht aus Berlin. Da haben wir uns schon oft sehr enttäuscht gefühlt, gerade in der Verkehrspolitik, lieber Minister Korschek. Seit 5 Jahren, meine Damen und Herren, erleben wir in der Luftverkehrspolitik hier in Nordrhein-Westfalen einen völligen Stillstand. Dabei haben sich die Rahmenbedingungen seit 2000, und da hat der Kollege Bayer recht, wesentlich verändert. Aber von der Landesregierung gibt es auf aktuelle Fragen keine Antworten. Das Einzige, was wir hören und lesen, sind große Widersprüche innerhalb der Koalition, die zudem öffentlich ausgetragen werden. Der Minister will, dass es bleibt bei einer dezentralen Luftverkehrskonzeption. Es kann ja auch gar nicht anders funktionieren. Die Grünen wollen das Gegenteil. Die Grünen wollen das aus der Flughäfen Paderborn-Lippstadt, Dortmund, Münster, Osnabrück und Weeze. Der Minister und übrigens auch wir wollen das Gegenteil. Übrigens, bei dieser Luftverkehrspolitik würde sich der Luftverkehr am Flughafen Düsseldorf drastisch erhöhen. Aber das wollen die Grünen natürlich auch nicht. Weiteren Streit gibt es in der Koalition bei der Betriebsgenehmigung für den Flughafen Düsseldorf und beim Nachtflug in Köln. Meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen braucht endlich Antworten auf diese aktuellen Fragen. Und deshalb haben wir diesen Antrag gestellt. Minister Groschek hat gleich die Gelegenheit, die aktuellen Eckpunkte der nordrhein-westfälischen Luftverkehrspolitik der Landesregierung hier an diesem Rednerpult darzustellen. Und ich bin gespannt, wie sein Vorredner unmittelbar vor ihm an Glocke von den Grünen agiert. Hat er hier am Rednerpult den Mut, die klaren Positionen der Grünen zu vertreten? Bin gespannt. So näher der Landtagswahltermin an uns rückt, der ist im Mai 2017, desto engagierter arbeiten die grünen Netzwerke in Nordrhein-Westfalen. Davon gibt es verschiedene. In diesem Fall war es der BUND. Er hat ein Konzept vorgelegt, genau wie es der Politik der Grünen entspricht. Und natürlich ist dieses auch mit den Grünen abgesprochen. Und das steht jetzt zur Diskussion. Auch da muss sich der Minister und die SPD-Fraktion äußern. Bleiben Sie bei der Position der SPD oder vertreten Sie die Position der Grünen oder geht es weiter mit Stillstand? Vor einigen Jahren hat hier am Rednerpult gestanden Manfred Hemmer, viele Jahre Vorsitzender des Verkehrsausschusses hier in Nordrhein-Westfalen, ein aktiver Verkehrspolitiker der SPD. Bei seiner Abschlussrede formulierte er, 4000 Meter Landebahn oder Startbahn führen in die weite Welt, 4000 Meter Straße oder Radweg führen ins Nichts.
Zwar eine klare Aussage eines Verkehrspolitikers der SPD, da hat sich die SPD noch klar aufgestellt. Herr Minister Groschek, Sie können uns gleich zeigen, ich freue mich drauf, gibt es, und ich glaube, bei Ihnen ist das so, gibt es bei der SPD eine klare Position zur Industrie-, Wirtschafts- und Verkehrspolitik in Nordrhein-Westfalen oder radeln auch Sie den Grünen hinterher? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rasche. Und nun spricht für die SPD-Fraktion Kollege Tüttenberg. Herr Präsident, meine Damen und Herren, diese beiden Anträge von der FDP und von den Piraten sind so klassische Oppositionsanträge, die zunächst einmal belegen, ihr Wiedervorlagesystem funktioniert. Es ist auch nichts dagegen einzuwenden, das Aufgabenfeld Luftverkehr, das ja nach den recht turbulenten Diskussionen über den Bundesverkehrswegeplan, über Straßenzustände, auch über das Investitionsprogramm des Bundes etwas drohte, ins Hintertreffen zu geraten, jetzt auf diese Weise noch einmal zu aktualisieren. Aber dabei hört die Gemeinsamkeit dann auch schon auf. Sie haben es selbst angesprochen, Sie haben mehr oder weniger den gleichen Antrag gestellt mit völlig verschiedenen Zielsetzungen. Sie wollen eigentlich das Gegenteil von dem, was die Piraten mit dem gleichen Ziel erreichen wollen. Insofern haben wir es zunächst mal einfach nur mit einer Formalität zu tun und nicht mit Inhalt. Bei der Kausalkette von Entscheidungen sehen wir eine andere Reihenfolge als sinnvoll an. Straße, Schiene und Wasserstraße haben als bodengebundene Verkehrsträger andere Wirkungen als ländergrenzenweit übergreifende Wirkungen des Luftverkehrs. Vor diesem Hintergrund ist schlicht und ergreifend, das sagen Ihnen ja auch alle Experten, heute Morgen ist es auch noch mal vorgetragen worden, ein nationales Luftverkehrskonzept als konzeptionelle Basis zielführender als zunächst in Ihrer Logik 16 Länder Luftverkehrskonzepte, in denen lange vorhandene Standortkonkurrenzen ja dann eher zementiert würden als aufgelöst würden. Das ist aber ja das, was wir erreichen müssen. Ich füge hinzu, eigentlich bräuchten wir ein zumindest westeuropäisches Luftverkehrskonzept. Und das ist jetzt die Kunst, sprich auch hart die Hausaufgabe des Bundesverkehrsministeriums, nicht wie ein Flickenteppich 16 Länderkonzepte puzzelartig zusammenzufügen, weil nämlich die Puzzleteile gar nicht zusammenpassen, sondern er muss die Konflikte identifizieren und auflösen, für die es keine Ländergrenzen gibt. Wir haben im Ausschuss ja noch Gelegenheit, das vertiefen zu können. Dass Sie nun als Opposition daran erinnern und mahnen, kann ich politisch verstehen. Auffällig dabei ist jetzt, dass von der CDU diesbezüglich nichts gekommen ist, obwohl sie ja auch zur Opposition gehört. Sonst ist zumindest der Fraktionsvorsitzende doch eigentlich ein Themenuniversalist, aber hier bei diesem Thema ist Fehlanzeige. Das Bundeskonzept ist ja auch angekündigt, das heißt, es soll kommen. Richtig ist, es könnte schneller kommen, wir würden es uns schneller wünschen. Da scheint die Konzentration auf die Murksmaut oder auch Wahlkampf in Sachen Investitionsprogramm für örtliche CDU-Bundestagsabgeordnete zu viele Kräfte im Ministerium zu binden, an falscher Stelle sage ich allerdings. Da muss jetzt der Bundesverkehrsminister luftverkehrspolitisch seine Hausaufgaben machen, bevor nämlich 16 Länder sehr viel Aufwand damit treiben, zuwiderlaufende Konzepte vorzulegen, und hinterher droht an vielen Stellen dann Gesichtsverlust. Und noch etwas. Insbesondere die CDU-Kolleginnen und Kollegen hier im Land müssen klar bekennen, für was die CDU in Nordrhein-Westfalen luftverkehrspolitisch denn steht. Sie werden sicherlich gleich, ich vermute es zumindest, Herr Kollege Fussem, in gewohnter Weise, wie das auch Ihre Vorgänger getan haben, das hohe Loblied auf die Flughäfen als Jobmaschinen singen und zum Beispiel auch insbesondere nach dem heutigen parlamentarischen Treffen mit dem Flughafen Köln-Bonn, dessen Nachtoffenheit verteidigen, die Ihr Verkehrsminister Wittke ja bis 2030 verlängert hat. Die Frage ist aber, ist das eigentlich auch die Position der CDU Nordrhein-Westfalen? Ich frage Sie das deswegen, weil sich die CDU ja seit Jahren und jetzt Herr Laschet ja auch eine stellvertretende Landesvorsitzende leistet, die das Gegenteil sagt und das Gegenteil fordert. Elisabeth Winkelmeier-Becker hat die Kernruhezeit für den Flughafen Köln-Bonn gefordert, auch für den Frachtflug. Und das bedeutet ein absolutes Nachtflugverbot. Und mehrere von der CDU regierte Kommunen im immerhin größten CDU-Kreisverband von Nordrhein-Westfalen klagen gegen die Betriebsgenehmigung für diesen Flughafen, für den sie sich ja gleich wahrscheinlich wieder einsetzen werden.
Deswegen ist die Frage erlaubt und auch erforderlich, für was steht die CDU hier im Land? Oder ist Ihre Position diejenige, dem einen dieses und dem anderen jenes zu versprechen? Ja, Herr Laschet verspricht der Wirtschaft und den Gewerkschaften, die Nachtoffenheit des Flughafens zu erhalten. Und seine Stellvertreterin verspricht der Lärmschutzgemeinschaft die Kernruhezeit, sprich das Nachtflugverbot. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und da haben Sie Gelegenheit, das aufzuklären. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis zum Ausschuss. Bis dahin erwarten wir allerdings von Ihnen Klartext. Und zwar in Richtung Minister Dobrindt, Ihrem Unionskollegen, der das überfällige Bundesluftverkehrskonzept vorzulegen hat, und auch in Richtung Ihres eigenen Landesverbandes. Da sind wir einmal sehr gespannt. Dankeschön, Herr Kollege Tüttenberg. Bleiben Sie am Pult, bitte. Wir haben eine Kurzintervention angemeldet von der FDP-Fraktion, von Herrn Kollegen Rasche. Der drückt jetzt auf das Mikrofon bei sich. Ja, jetzt ist es auf. Herr Kollege Tüttenberg, Sie haben gerade den Begriff Klartext benutzt. Und ich glaube, es gibt kaum einen Punkt, wo man den besser anwenden kann. Denn wenn man 5 Jahre nichts macht, ist es wohl richtig, dass man Klartext einfordert. Sie verweisen in Ihrer Argumentation auf eine Luftverkehrskonzeption, die aus Berlin vorgelegt werden soll und für das gesamte Land Deutschland gelten soll. Sie vertreten damit dann auch die Auffassung, dass in dieser Luftverkehrskonzeption des Bundes die Interessen Nordrhein-Westfalen dann auch so verankert sind, wie wir das für Nordrhein-Westfalen wollen. Ich glaube, dass diese Argumentation gefährlich ist, denn diesen Automatismus sehe ich nicht. In der Luftverkehrspolitik ist es so, dass in Berlin die 3 großen Player, Lufthansa, Flughafen München, Flughafen Frankfurt, die Luftverkehrspolitik bestimmen. In all den vergangenen Jahren gehen dabei die Interessen von Nordrhein-Westfalen völlig unter. Ich halte Ihre Vorgehensweise für absolut fahrlässig, denn wenn einmal diese Luftverkehrskonzeption besteht in Berlin, werden wir sie nicht mehr ändern können. Viel besser ist es, die Ziele von Nordrhein-Westfalen jetzt klipp und klar zu artikulieren, damit es Berlin schwerfällt, die Interessen von Nordrhein-Westfalen zu übergehen. Tun wir das nicht, fallen wir auch in diesem Bereich hinten herunter. Ja, Herr Rasche, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, im Prinzip ist natürlich der Verdachtsmoment des Kollegen Rasche berechtigt, dass insbesondere das Bundesverkehrsministerium sehr gerne nordrhein-westfälische Interessen vernachlässigt und dass man deswegen sehr auf der Hut sein muss. Wenn es so wäre, dass man nicht den Eindruck hätte, in den nächsten Jahren würde ein solches Konzept als Diskussions- und Konzeptgrundlage vorgelegt, könnte man gegebenenfalls sich überlegen, sich ihrer Position anzuschließen. Aber das ist ja nicht der Fall. Es ist ja für einen sehr überschaubaren Zeitraum die Vorlage einer solchen Konzeptgrundlage angekündigt worden und dann im Vorfeld eines sehr solch kurzen Zeitraumes jetzt noch mit einem eigenen Konzept aufzutrumpfen, hielt ich nicht für sachgerecht. Und ich weiß ja auch, dass diese Vorlage des Bundeskonzeptes durch eine fachliche Kommission vorbereitet wird, in der die Interessen von Nordrhein-Westfalen geradezu in hervorragender Weise vertreten sind, dadurch, dass nämlich der zuständige Minister des Kabinetts dort mitarbeitet und an der Erstellung dieser Vorbereitung beteiligt ist. Insofern teile ich Ihre Sorge nicht, dass das fahrlässig wäre, eine solche Konzeptgrundlage abzuwarten. Sobald diese Vorlage vorliegt, werden wir natürlich sehr intensiv nordrhein-westfälische Interessen vertreten. Und dabei werden es nicht nur die Belange nordrhein-westfälischer Gesellschaften sein, die natürlich auch, aber nicht nur die, sondern wir haben hier einen sehr sorgsamen Abwägungsprozess vorzunehmen zwischen den Belangen der Standortlogistik, den Belangen von Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsplatzausbau, aber auch den Belangen der Anwohner in Anflugbereichen, Stichwort Lärmbelästigung, und auch den Belangen des Klimaschutzes. Das ist eine sehr große Gemengelage, und der werden wir uns sorgfältig stellen, sobald das Konzept vorliegt. Vielen Dank, Herr Kollege Tüttenberg. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Herr Fussem. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mein Eindruck, verehrter Herr Kollege Tüttenberg, von dem Gespräch heute Morgen, und da sehen Sie mal, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen so sein können, mit den Experten, mit denen wir gesprochen haben, war eher, dass da die Einstellung herrscht, besser kein Luftverkehrskonzept als ein grün-rotes. Aber das ist vielleicht nur eine andere Wahrnehmung.
Sie erinnern mich ein bisschen an Sir Peter Ustinov. Das war ein begnadeter Schauspieler. Darüber hinaus hat Ustinov ein paar sehr kluge Dinge gesagt. Zum Beispiel, die Menschen, die etwas von heute auf morgen verschieben, sind dieselben, die bereits von gestern auf heute verschoben haben. Auf das Luftverkehrskonzept der rot-grünen Landesregierung heißt das, bezogen die rot-grüne Landesregierung, die das Luftverkehrskonzept auf die nächste Wahlperiode verschiebt, ist dieselbe, die sie bereits von der letzten auf die jetzige verschoben hat. Stellt sich damit in der Tat die berechtigte Frage, wie viele Wahlperioden braucht die rot-grüne Landesregierung eigentlich noch, bis sie hier die Initiative ergreift? Das letzte Luftverkehrskonzept stammt aus dem Jahr 2001 und ist 2010 ausgelaufen. Mit Blick auf die deutlichen Steigerungen im Luftverkehr ist dies ein unhaltbarer Zustand, denn unsere Flughäfen benötigen verlässliche Rahmenbedingungen. Die rot-grüne Landesregierung hat bis heute kein Luftverkehrskonzept für NRW vorgelegt. Sie hat ihre Weigerung im Übrigen sogar im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Das ist eine Ausrede für die gesamte Wahlperiode, hier nichts zu unternehmen. Der Luftverkehr hat sich seit 2001 rasant verändert. Das hat die FDP in ihrem Antrag betont. Die rot-grüne Landesregierung hat diese Veränderung um sie herum entweder nicht mitbekommen oder ignoriert. Es stellt sich die Frage, was schlimmer ist, Ignoranz oder die Unfähigkeit, Probleme zu erfassen. Ohnehin gibt es beim Thema Luftfahrt gar keine rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Es gibt den roten Regierungsteil mit teilweise vernünftigen Ansichten. Demgegenüber steht jedoch der grüne Regierungsteil mit Ansichten, deren Umsetzung Nordrhein-Westfalen langfristig vom internationalen Luftverkehr abkoppeln würde. Die Folgen für unseren Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen wären fatal. Nordrhein-Westfalen hätte mit einem neuen Luftverkehrskonzept die Chance zur Weichenstellung. Dabei ist ein klares Bekenntnis für die Zukunftsfähigkeit der Luftverkehrsinfrastruktur erforderlich. Dieses Bekenntnis brauchen wir von der gesamten Landesregierung, nicht nur von einem Teil. Herr Rasche, insoweit bin ich sehr interessiert daran, was uns Herr Groschek gleich hier berichten wird. Hier wäre aber noch viel besser ein Machtwort der Ministerpräsidentin gefragt. Erst letzte Woche im Sommerinterview hat Frau Kraft ja auf Nachfrage gesagt, dass sie ab und zu mal mit der Faust auf den Tisch hauen muss. Das wäre hier wieder einmal erforderlich, am besten auf dem Kabinettstisch. Das fehlende Luftverkehrskonzept schadet nicht nur den großen Drehkreuzen wie Köln und Düsseldorf. Dieses Versäumnis schadet auch unseren Regionalflughäfen. Würde ein aktuelles Luftverkehrskonzept vorliegen, so wüssten wir heute, wie sich die internationalen und die regionalen Flughäfen in unserem Land entwickelt haben. Würde ein Luftverkehrskonzept vorliegen, so hätten wir verlässliche Daten zur künftigen Entwicklung auch der Regionalflughäfen. Wir sind der Ansicht, dass Bund und Länder vor dem Hintergrund des weiter zunehmenden Luftverkehrs gemeinsam ein tragfähiges Konzept erarbeiten müssen. Dieses Konzept muss das Verhältnis der Interkontinentalflughäfen zu den Regionalflughäfen regeln. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Regionalflughäfen wichtige Zubringerfunktionen und Entlastungsfunktionen für die Luftverkehrsknotenpunkte übernehmen können. Die Beibehaltung des dezentralen Luftverkehrsstandortes in Nordrhein-Westfalen ist für uns wichtig. Allerdings steht das System langfristig unter dem Gebot der Wirtschaftlichkeit. Hier sind wir wieder beim Thema. Es wurde eben nicht im Rahmen eines Luftverkehrskonzeptes geprüft, welche Flughäfen rentabel sind, wie sie erhalten und wie sie langfristig weiter gestärkt werden können. Zu den beiden Anträgen ist noch kurz anzumerken, der FDP-Antrag bringt das Problem auf den Punkt. Die FDP beschreibt die Lage auf gut einer Seite und hat zwei Forderungen. Diese sind wichtig, diese Forderungen teilen wir. Der Piratenantrag hingegen ist ein wildes Sammelsurium von Feststellungen und Forderungen. Darunter sind Forderungen, die zum Teil schon umgesetzt sind und zum Teil gar nicht umsetzbar sind. Damit werden wir uns im Ausschuss ausführlich auseinandersetzen. Schließen möchte ich mit einem Zitat unseres früheren Bundespräsidenten Horst Köhler aus dem Jahr 2010. Es war das Jahr, in dem das alte Luftverkehrskonzept auslief. Flugpionier Otto Lilienthal und Luftschiffkonstrukteur Ferdinand Graf von Zeppelin haben uns ungeahnte Möglichkeiten beschert und ungeahnte Probleme. Wir müssen diese Möglichkeiten optimal nutzen und wir müssen diese Probleme bestmöglich bewältigen. Dazu brauchen wir schnell ein Luftverkehrskonzept. Weiteres Aussitzen bedeutet weitere verlorene Jahre für Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fussem. Und nun spricht für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Herr Glocke.
Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, danke, lieber Christoph Rasche, für die Vorlage. Wenn man so schon angekündigt wird, dann hat man ja Spannung erzeugt, wenn die Reihen ein bisschen leerer sind. Das freut mich natürlich. Ich hätte es ehrlich gesagt gern ein bisschen konkreter gehabt. Und zwar sowohl von Seiten der CDU als auch von der FDP. Was soll denn Inhalt dieses Konzeptes sein? Ich habe mir nämlich gestern noch mal das Konzept von 2000 durchgeguckt. Nicht jede Seite gelesen, aber breit quer gelesen. Und es ist ja eher eine Zustandsbeschreibung der Situation als eine Festlegung der Landesregierung auf konkrete Projekte. Gut, es steht drin, der Flughafen Mönchengladbach, das ist jetzt überholt, soll Ausweichflughafen für den Flughafen Düsseldorf werden. Es ist eine Aussage zur Startbahnverlängerung Münster da drin, die mittlerweile genehmigt ist, aber noch nicht umgesetzt worden ist. Aber sozusagen konkrete Festlegung des Landes, was soll das denn sein, Kollege Rasche? Reden wir über Subventionen? Reden wir bei den Regionalflughäfen über eine konkrete Subventionierung? Das hätte ich dann aber gerne ein bisschen konkreter. Das, was Sie eben, jetzt bin ich erstmal dran, das, was Sie eben hier gesagt haben, dass wir Grüne Regionalflughäfen schließen wollten, das ist absoluter Quatsch. Regionalflughäfen sind erstmal sowieso, es sind keine Landesflughäfen. Ob ein Flughafen dicht gemacht wird, ist eine Entscheidung der Anteilseigner. Das sind im Wesentlichen die Städte, die Kreise und Unternehmen. Ist ja jeder Regionalflughafen in Nordrhein-Westfalen ist anders konstruiert. Wir haben uns als Landesregierung festgelegt im Koalitionsvertrag, dass wir keine Steuergelder, keine Subventionen aus dem Landeshaushalt in Regionalflughäfen stecken wollen. Das heißt, die Entscheidung, ob ein Flughafen wie Münster-Osnabrück, und die Debatte läuft ja gerade in den Kreistagen, in den Stadträten im Münsterland. Die Artikel kennen Sie ja alle. Und es gibt ja eine ganze Reihe von CDU- und FDP-Politikern, die sehr kritisch sind, was die Zukunft des Flughafens angeht. Jetzt ist ja nochmal eine neue Marge im Kreistag Steinfurt festgelegt worden, nochmal ein Kredit über 10 Millionen erteilt worden. Aber die Frage, ob dieser Flughafen letztlich zukunftsfähig ist, das ist doch keine Entscheidung, die das Landesflughafenkonzept zu treffen hat. Es sei denn, die FDP oder die CDU würde fordern, dass das Land mit Bürgschaften oder Subventionen in diesen defizitären Regionalflughafen reingeht. Deswegen, das, was Sie eben hier gemacht haben, es ist natürlich Aufgabe der Opposition, zu gucken, was ist noch umzusetzen in dieser Legislatur, wo hat die Landesregierung Sachen noch nicht angepackt, deswegen kann man so einen Antrag stellen, das ist gut für die Mailverteiler, das ist gut für eine Pressemitteilung etc. etc. D'accord, das hat der Kollege Tütenberg eben auch gesagt. Aber lassen Sie uns doch konkret in der Debatte mal drüber reden, was sind die Forderungen der Opposition, was in ein solches Landesluftverkehrskonzept rein soll. Das hätte mich mal interessiert in Ihrer Rede. Herr Kollege, so. Standen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Rasche? Ja, selbstverständlich. Das macht das Parlament lebendig. Bitte schön, Herr Rasche. Das habe ich mir gedacht, Kollege Arndt, ist doch selbstverständlich. Es liegt ja jetzt dieses Konzept des BUND vor. Und dort werden ja konkrete Positionen sehr deutlich wirklich beschrieben. Und jetzt einfach die Frage an Sie und die Bündnis 90 Grünen. Teilen Sie diese Positionen des BUND aus diesem Konzept? Es gibt einige Punkte in diesem Konzept, die wir richtig finden. Zum Beispiel die Frage der Verlagerung von Flügen auf die Schiene. Der BUND sagt ja zum Beispiel ganz klar, das auch mit Zahlen belegt, dass in jedem Jahr 4.500 Flugbewegungen von Düsseldorf in Richtung Frankfurt gehen zum Hub und zurück. Es gibt eine hervorragend ausgebaute Bahntrasse, ICE-Verbindung, die in 90 Minuten vom Flughafen Düsseldorf zum Frankfurter Flughafen führt. Und unter dem Aspekt von Lärmbelästigung, Umweltbelastung und Zügigkeit des Reisens gibt es aus unserer Sicht überhaupt keinen Grund, warum man einen 45-Minuten-Flug von Düsseldorf nach Frankfurt mit dem entsprechenden Einchecken etc. machen sollte und da nicht auf die Bahn zurückgreifen kann. Das finden wir zum Beispiel eine richtige Fragestellung. Es gibt andere Punkte in diesem Konzept, die ich persönlich nicht teile, zum Beispiel was die Regionalflughäfen angeht. Ich meine, es wäre erstmal zu prüfen, auch mit Blick auf den Flughafen Düsseldorf, bevor man sich hier zu einer Kapazitätsausweitung entscheiden sollte, ob man nicht einige Flüge, und zwar Charter-Urlaubsflüge, wir reden nicht von Just-in-Time-Geschäftsreisen, aber von Urlaubsreisen, von Düsseldorf an die Regionalflughäfen gibt, weil wenn ich nach Mallorca fliege, ist sozusagen, ob der Anreiseweg Richtung Düsseldorf geht oder Richtung Weeze, vielleicht zweierlei, es sind alles Urlaubsflüge und bevor ich einen Regionalflughafen sozusagen wie Weeze, der ja deutlich abgesunkene Kapazitäten hat, es sind ja die Airlines, insbesondere Ryanair, dort zurückgegangen, bevor man diesen Regionalflughafen sozusagen weiter auf Defizit fährt, wäre meine Fragestellung erstmal, ob man Flüge von den großen Flughäfen an die Regionalflughäfen verlagern kann. Also das als Antwort auf Ihre Frage, das ist kein 1:1-Konzept,
was wir Grüne teilen können. Ich finde, dass der BUND sehr richtige Fragestellungen dort drin aufwirft, aber ich würde dieses Konzept sozusagen nicht eins zu eins als unser Konzept übernehmen können und auch nicht wollen. Prima, Herr Brock, es gibt noch eine Frage. Würden Sie die auch noch zulassen? Jetzt regt sich Herr Brockes auf. Sie können mir auch eine Frage stellen. Nee, oder kurz, wenn ich es eben sortieren darf, Herr Kollege. Dann, Sie können mich ja korrigieren. Ich, na ja, ist ja muntere Debatte, das ist doch gut. Genau. So. Um die fortzusetzen, gibt es noch eine Zwischenfrage. Keine Zwischenfrage mehr. Ja. Wenn es eine gibt, würde ich von Herrn Bayer. Ja, gerne. Ja? Ja, Sie können sich ja entscheiden. Sie können ja auch sagen, nö, den will ich nicht. Ach, na, wenn ich den Herrn Asche nehme, dann nehme ich auch den Herrn Bayer. Auf die Idee käme ich auch nicht. Bitte schön, also, Herr Bayer. Vielen Dank, Herr Glocke. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Brockes muss ich hinten anstellen. Ich würde gerne wissen, ob sich denn die Meinung der Grünen Fraktion so zur Zeit 2009 so geändert hat, wo sie ja durchaus eine neue Landesluftverkehrskonzeption, eine Aktualisierung gefordert haben und sogar eine große Anfrage gestellt haben, wo genau sogar im Titel drin steht, Subventionierung des Flugverkehrs beenden. Also auch genau diese Regionalflughäfen, auf diese Regionalflughäfen anspielt. Das kann denn da die Landesregierung, also dort konnte die Landesregierung aus ihrer Sicht noch was machen. Hat sich die Meinung so geändert und ist es wirklich zielführend, dass die Landesregierung öffentlich immer verlautbart, es gäbe keine Subventionen, das sagt zwar dazu, des Landes irgendwo, aber das versteht doch keiner. Lieber Herr Bayer, also da sollten Sie die Leute im Land nicht unterschätzen. Natürlich gibt es einen Unterschied, ob das Land Nordrhein-Westfalen aus dem Landeshaushalt Gelder in Regionalflughäfen gibt oder ob der Stadtrat Dortmund mit Mehrheit entscheidet, dass Gelder aus den Stadtwerken zur Abdeckung des Defizits in Dortmund aufgewendet werden. Das Land Nordrhein-Westfalen subventioniert keinen Regionalflughafen. Und das haben wir im Koalitionsvertrag 2010 rot-grün festgelegt und haben wir auch durchgehalten. Und wir teilen auch, dass es ein neues Landesluftverkehrskonzept geben sollte und muss. Wir haben uns damals schon festgelegt, dass wir uns am Bund orientieren wollen und entsprechend sozusagen unsere Aufstellung daran zurückstellen. Das letzte Bundeskonzept stammt aus dem Jahre 2002. Es ist zum Beispiel im Koalitionsvertrag, deswegen ist sozusagen das Engagement vom Kollegen Rasche spannend. Im Koalitionsvertrag 2009 von FDP und CDU ist festgelegt worden, wir erarbeiten ein neues nationales Luftverkehrskonzept. Nach 4 Jahren Regierung ist da gar nichts passiert. Und jetzt sitzt die Große Koalition dran. Und jetzt kommen Sie um die Ecke und werfen uns vor, dass wir auf den Bund warten. Sie hätten das ja in Ihren 4 Jahren, als Sie in Berlin regiert haben, auch mal machen können. Ja. Und überhaupt das Bild, was hier von Flughäfen gezeichnet wurde. Wir hatten ja gerade heute Morgen den Termin mit dem Flughafen Flughafen Köln-Bonn und wir hatten vor einigen Wochen einen Termin mit dem Flughafen Düsseldorf. Jeweils die Geschäftsleitungen berichten uns über prosperierende, gut funktionierende Flughäfen, eine deutliche Steigerung des Angebotes, Steigerung von Fluggastzahlen etc. etc. Das Bild, was Sie hier von den Flughäfen Nordrhein-Westfalen gerade gezeichnet haben, lieber Kollege Rasche, das entspricht doch überhaupt nicht der Realität. Es gibt überhaupt keinen Stillstand im Land. Es wird gereist, es wird intensiv Frachtflug in diesem Land getrieben. Die Wirtschaft funktioniert gut in Nordrhein-Westfalen mit unseren Flughäfen. Die Fragestellung, die wir doch nur haben, ist, wollen wir in den nächsten Jahren die Rahmenbedingungen, so wie wir sie jetzt haben, erhalten? Was sagen wir beispielsweise zu der Frage Nachtruhe und den Problemen, die damit entsprechend sich auch verbinden? Und was sagt das Land Nordrhein-Westfalen mit oder beziehungsweise wie reagiert man auf die internationale Konkurrenz? Weil das ist doch jetzt ein bisschen so eine Klein-Klein-Debatte. Eigentlich gibt es eine internationale Luftverkehrsdebatte. Die haben wir auch ein Stück heute Morgen mit dem Flughafen Köln-Bonn geführt. Es ist die Frage, wie sich die großen Anbieter entsprechend aufstellen. Eigentlich braucht man jetzt nicht erstmal ein nordrhein-westfälisches Luftverkehrskonzept, sondern es wäre auch ein Stück an der EU, internationale Rahmenbedingungen vorzugeben. Wie stellt sich die Europäische Union bei der Frage Luftverkehr auf, wenn man guckt, was in Abu Dhabi passiert, was ist mit Etihad, was ist in der Türkei, was passiert in Istanbul, wie stellen sich türkische Airlines auf? Das lösen wir doch hier nicht in Nordrhein-Westfalen mit irgendeinem kleinteiligen Konzept. Dafür braucht es eine nationale Vorgabe und dafür bräuchte es eigentlich auch eine internationale EU-Vorgabe, damit wir mal gucken, was wir als Europäische Union im Luftverkehrsbereich an Konkurrenzsicherung hier entsprechend betreiben können. Ich glaube, wir dürfen gerne klatschen. Wir werden diese Debatte, wir haben jetzt ja Anfang September, die Ankündigungen aus Berlin sagen uns ja, dass noch in diesem Jahr mit einer Vorlage zu rechnen ist. Das heißt, die Diskussion werden wir im nächsten Frühjahr entsprechend zu führen haben. Ich bin mal gespannt, ob das dann von Seiten der Opposition konkretisiert wird. Ich glaube, alles, was da im Raum steht, ist unklar. Auch was Sie uns da entsprechend
zuschreiben. Für uns Grüne ist klar, Luftverkehr ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, es ist eine wichtige Form des Reisens, aber sie muss entsprechend klima- und lärmverträglich sein. Sie muss den Menschen auch entsprechend schützen, da werden wir auch deutlich darauf achten, auch in einer neuen Luftverkehrskonzeption. Und wir werden darauf achten, dass unsere Kassen geschützt werden, dass es keine Subventionen in die Flughäfen gibt, dass entsprechend die Flughäfen wirtschaftlich arbeiten. Daran müssen die Flughäfen auch mit uns zusammenarbeiten. Und ich glaube, dann gibt es gute Perspektiven für dieses Land, und zwar nicht nur für die beiden großen Flughäfen, sondern auch für die Regionalflughäfen. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Glocke. Bleiben Sie gleich da. Dankeschön. Weil der Kollege Rascher von der FDP hat auch noch mal eine Kurzintervention angemeldet auf Ihre Rede. Dem wird natürlich stattgegeben von hier oben. Er will es noch mal hören, und das soll so sein. Aber erst will er was fragen. Bitte schön, Herr Rascher. Die Kollegen von den Grünen Angst haben, wenn hier Fragen gestellt werden und lieber im Fachausschuss diskutieren wollen, wo es nicht so viele Leute mitbekommen, war gerade bemerkenswert. Ich möchte einen Widerspruch noch mal deutlich machen. Die Grünen haben im Jahre 2001 die Luftverkehrskonzeption Nordrhein-Westfalen mitbeschlossen. Also hatten Sie damals die Auffassung, sie ist nötig. Sie haben in den Jahren 2008 bis zur Landtagswahl 2010 vehement eine neue Luftverkehrskonzeption gefordert. Vehement. In erster Linie, um Ihre Position darzulegen und Stimmen bei den Bürgern gegen Fluglärm abzukassieren. Und kaum sind Sie an der Macht, wollen Sie davon nichts mehr wissen und machen das Gegenteil und beschäftigen sich gar nicht mehr damit und verweisen auf Berlin, was Sie 10 Jahre lang vorher nicht gemacht haben. Also eine extrem widersprüchliche Politik. Erst was versprechen, hinterher nicht halten. Ich vermute, genauso wird es sein bei den Regionalflughäfen. Sie wollen die nicht auflösen, aber erschweren dort die Rahmenbedingungen. Gemeinsam mit Ihrem Partner vom BUND und anderen. Mich erinnert das Ganze an die Diskussion von Newpark heute Morgen. Auch da sagte Minister Remmel, wir wollen Newpark nicht verhindern, aber die Rahmenbedingungen werden erschwert. Und der Kollege von der SPD, Kollege Müller, hat das aufgefasst als Blutgerätsche. Genau das ist die Politik der Grünen. Herr Rasche, Sie haben 1 Minute 30, um auf diese kurze Intervention zu antworten. Bitte schön. Ja, Herr Glocke. Herr Glocke, pardon. Lieber Herr Rasche, mich erinnert die Debatte auch an den Newpark heute Morgen, nämlich sozusagen mit der Form des Unfuges, der von der FDP behauptet wird. Wo denn konkret grätschen wir den Regionalflughäfen rein? Wo machen wir das konkret? Das hätte ich gerne mal gewusst. Was haben wir beim Flughafen Weeze denn gemacht? Der Flughafen arbeitet nicht wirtschaftlich, weil Ryanair in den letzten Jahren 15 Flüge von 60 täglichen Flugbewegungen dort abgezogen hat und es immer mehr ins Defizit geht. Und der Kreistag in Kleve in einer CDU-FDP-Mehrheit hat beschlossen, dass sie keine weiteren Kredite mehr geben. Ich hätte gerne von Ihnen mal konkret gewusst, wo wir als Grüne oder als rot-grüne Landesregierung diesem Regionalflughafen reingegrätscht haben. Das beantworten Sie überhaupt nicht. Das ist genau so eine Unterstellung, wie der Kollege Lindner das mit Frau Höhn gemacht hat und mit diesem BMW-Werk. Von daher erinnert es in der Debatte natürlich exakt an diese Diskussion. So, und der zweite Punkt, jetzt habe ich noch das Wort, der zweite Punkt, Sie werfen uns vor, wir hätten nichts von dem umgesetzt, was wir versprochen haben. Wir haben ganz klar im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir für ein Nachtflugverbot am Flughafen Köln-Bonn für die Passage stehen. Und das haben wir hier beschlossen. Im Landtag, im Kabinett, wir haben es in Berlin beantragt, es ist von der Bundesregierung abgewiesen worden. Und wir Grüne haben eine sehr klare Position zu der Antragstellung des Flughafen Düsseldorf, was eine Kapazitätsausweitung angeht. Wir lehnen diese Kapazitätsausweitung, die vorgelegt worden ist, inhaltlich ab. Aber wir Grüne haben das nicht alleine zu entscheiden. Es ist ein Rechtsverfahren, was läuft, mit entsprechend gesetzlich festgelegten Schritten. Es ist auch eine Sache, die in der Regierung abzustimmen ist. Aber wir Grüne als Landespartei und Landtagsfraktion legen die vorgelegte Kapazitätsausweitung am Flughafen Düsseldorf ganz klar ab. Und da haben wir keinen Unterschied zwischen Wahlprogramm und dem, was hier am Pult gesagt wird, lieber Herr Rasche. Vielen Dank, Herr Kollege Glocke. Als nächster Redner spricht für die Landesregierung der zuständige Minister, Herr Groschek. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Was Düsseldorf angeht, nur so viel, da wird nach Recht und Gesetz entschieden und nicht nach politischen Opportunitätsgesichtspunkten. Und deshalb will ich mich zu dem Verfahren jetzt nicht weiter äußern, sondern dazu, wie die Landesregierung das Zustandekommen des nächsten Landesluftverkehrskonzeptes anlegt. Wir haben im Koalitionsvertrag, der regierungsgründend war, 2012 sehr präzise festgelegt, dass wir aufbauen wollen auf einem nationalen Flugkonzept. Das ist auch dringend notwendig. Das ist deshalb notwendig, weil sich alle anderen Vorgänger von
von Herrn Dobrindt weggeduckt haben, auch der bei Teilen der heutigen Opposition so geschätzte Ramses hat die Koalitionsauflage aus der schwarz-gelben Bundesregierungskoalition nicht angepackt. Das muss man Dobrindt zugestehen. Er hat sehr zügig die Umsetzung eines nationalen Luftverkehrskonzeptes nach Vorgesprächen mit einigen Landesverkehrsministern, unter anderem auch mir, angepackt durch die Beauftragung eines Gutachtens im März diesen Jahres und die Zusage, spätestens Anfang 2016 ein Konzept vorzulegen, was dann zu diskutieren sein wird. Warum ist das nationale Konzept wichtig? Erstens, weil wir sowieso als Land Teil einer Bundesauftragsverwaltung sind, nach Artikel 85 Grundgesetz. Also sollten wir nicht so tun, als könnten wir alleine das regeln, was wir hier gerne regeln würden. Wir sind eingebunden in die Auftragsverwaltung des Bundes. Zweite Anmerkung. Ich habe immer die Auffassung vertreten, dass es ein gravierendes verkehrspolitisches Versäumnis ist, dass sich die Bundesverkehrsminister weggeduckt haben. Nur dadurch ist es zu einer Absurdität in Deutschland gekommen, als Exportnation Nummer eins in Europa, dass wir nur noch zwei nachtflugoffene Flughäfen haben und nicht in den Metropolen dieser Welt, sondern in Leipzig und in Köln-Bonn. Das hätte nie passieren dürfen, weil die Abhängigkeit der Logistikketten damit auf ganz bestimmte Nadelöhre zugetrieben werden. Warum? Weil natürlich. Herr Minister, bitte. Würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Schemmer zulassen? Immer. Herr Schemmer, bitte. Wenn man jetzt, Herr Minister, wenn man Ihren Ausführungen folgt, fällt einem erst mal auf, nach Recht und Gesetz, wie in Dattenwaldrup, dann ist einem ja Angst und Bange. Aber jetzt unterstellen wir mal, dass Sie es wirklich so meinen würden. Muss man denn dann nicht, wenn man vom Bund fordert, ein Konzept zu machen, zu Recht, sich nicht erst mal selber definieren und das auch vortragen, welche Forderungen, welche Ansätze man an den Bund hat? Muss man also nicht vorher selber ein von mir aus auch Vorkonzept, ich lasse das offen, selber sagen, was man vom Luftverkehr für sein Land erwartet, das dem Bund zur Verfügung stellt, damit diese Dinge dann auch mit abgewogen werden und nicht warten, bis der Bund irgendwas in die Welt setzt, wo man es nur noch sehr schwer hat, dort nachzuarbeiten. So. Herr Schemmer, auf nationaler Ebene habe ich mich nicht nur in Gesprächen mit Dobrindt, sondern auch mit Spohr und anderen sehr klar positioniert. Für das nationale Luftverkehrskonzept sind die Buchungen aus Nordrhein-Westfalen durch den nordrhein-westfälischen Verkehrsminister an Eindeutigkeit nicht zu überbieten. Erstens, die wahre europäische Konkurrenzsituation für Nordrhein-Westfalen und die Bundesrepublik Deutschland ist dadurch gekennzeichnet, dass Istanbul und die Golfstaaten eine Marktdominanz anstreben, die Westeuropa, Deutschland und Nordrhein-Westfalen zu einem Mauerblümchen degradieren würden. Das würde verstoßen gegen unsere volkswirtschaftlichen und exportorientierten logistischen Interessen. Deshalb tun wir gut daran, ein nationales Konzept zu entwickeln, was der Bedeutung der Exportnation gerecht wird. Und das heißt, man darf Frachtflüge nicht auf einwohnerstarke Standorte reduzieren. Es kann nicht sein, dass die Einwohner rings um den Köln-Bonner Flughafen alleine die deutsche Exportflugbelästigung aushalten müssen. Hier muss gerechter geteilt werden und deshalb brauchen wir ein nationales Luftkonzept, was nicht darauf abhebt, es wird schon dabei bleiben, dass Köln irgendwie und Leipzig irgendwie nachtoffen bleiben. Nein, wir müssen national diskutieren und entscheiden, wo Nachtoffenheit geboten ist. Und dann kann man sich nicht wegstehlen, wie beispielsweise bei ganz bestimmten Großflughafenentscheidungen, wo man opportunistisch ganz bestimmten Initiativinteressen vorzeitig nachgibt, weil man meint, so Wahlen positiv gestalten zu können. Das halte ich für fahrlässig. Herr Minister, ich selbst, Herr Minister, bitte. Herr Kollege Rasche würde Ihnen auch gerne eine Frage bitte stellen. Ich vermute, die lassen Sie zu. Bitte schön. Herr Minister, vielen Dank. Ganz ruhig und sachlich. Sie sprachen davon, Minister Dobrindt hat mit Ihnen gesprochen vor der Auftragsvergabe für dieses Gutachten, dass so ein Konzept bundesweit kommen soll. Und er macht es nach der Vorlage wieder.
Das Gespräch hat dann ja den Zweck, dass er von Ihnen erfährt, wie die Position von Nordrhein-Westfalen ist. Was teilen Sie Herrn Dobrindt mit? Die Position der SPD oder die Position von den Grünen in der Luftverkehrspolitik, die sich doch zentral unterscheiden? Diese Unterscheidung konnte ich bislang nicht wahrnehmen. Es gibt eine Position der Landesregierung, die ich vortrage und die ich nicht nur hier vortrage, sondern auch in Berlin und bei jeder sich anderswo bietenden Gelegenheit. So, manch einem Kommentator aus der Luftverkehrsszene bin ich ja schon viel zu tendenziös. Ich will dazu nicht Stellung nehmen, ich will nur darauf hinweisen, dass mir ja eine ganz bestimmte tendenziöse Meinungsbildung unterstellt wird. So, dazu nicht mehr, sonst haben wir wieder die nächste Kommentierung. Darauf möchte ich an dieser Stelle erstmal verzichten. So, auf nationaler Ebene ist das die eine Baustelle. Die zweite Baustelle auf nationaler Ebene ist doch, dass die Großflughäfen mehr an Verantwortung übernehmen müssen. Man kann sich auch in München gerade mit einer so stabilen politischen Mehrheit, wie sie in Bayern nun mal gegeben ist, nicht wegducken bei der Frage dritte Startbahn. Das ist eine Zumutung, weil natürlich alle anderen Flughäfen diese Lasten mittragen müssen, auch wenn sie gar nicht geeignet dazu sind, unter anderem aus Lärmschutzgründen nicht geeignet sind. Deshalb haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen ein Recht darauf, eine vernünftige Belastungsteilung, eine Belastungsgerechtigkeit durch den Bund zu erfahren. Und wir werden dann unsere spezifischen logistikwirtschaftlichen Interessen einbringen in diese Diskussion und Positionen beispielsweise von Düsseldorf und Köln verteidigen. In Düsseldorf tun wir das massiv. Und die brandenburgische Landesregierung hat mir heute Morgen noch ausdrücklich dafür gedankt, wie die nordrhein-westfälische Landesregierung sich mit anderen für die Interessen von Air Berlin einsetzt. Denn auch das ist nordrhein-westfälisches und nationales Interesse, die Marktmacht von ganz bestimmten Flugunternehmen zu begrenzen. Wir haben ja auch in Nordrhein-Westfalen erlebt, was es heißt, wenn einzelne Flughäfen an einer einzigen Fluglinie hängen. Und es kann nicht sein, dass die Flugzeugbestellung von Ryanair alleine darüber entscheidet, wie sich Luftverkehrsstandorte in NRW entwickeln. Also auch da mehr liberales Maß, weniger Marktmacht Einzelner. Das müsste ja hier im Hause eigentlich breit mehrheitsfähig sein, unterstelle ich Herr jetzt mal. Minister, bitte. Und wieder gibt es den Wunsch, Ihnen eine Frage stellen Gerne. Zu dürfen, auf Seiten von Herrn Kollegen Dr. Bergmann. Bitte. Ja, schönen Dank, Herr Minister, dass Sie die Frage zulassen. Mich würde interessieren, wie die Stellung oder die Position der Landesregierung ist in Bezug auf die Einbindung der Regionalflughäfen bei der Planung eines Luftverkehrskonzeptes, weil das ja in den Niederlanden ganz anders geplant oder umgesetzt wird als in der Bundesrepublik Deutschland, wo es nicht top-down, sondern button-up geht. Wie ist die Einstellung der Landesregierung an dieser Stelle? Ich bin jemand, der schon seit Beginn seines politischen Lebens vor fast 40 Jahren immer Anhänger des Prinzips Basis statt Basta war. Da bin ich Urdemokrat und deshalb ist Partizipation in der breitestmöglichen Form bei mir verinnerlicht. Das betrifft dann die Partner auf den Flughäfen, das betrifft die kommunalen Partner, das betrifft die Verbandspartner. Wir werden ein solches Konzept nach Vorlage des Nationalen breitestmöglich verankern. Und wir werden natürlich auch die Mitverantwortung der regionalen Akteure einfordern. Denn es haben sich ja Entwicklungen gezeigt, die einmal anders in den Regionen vermutet wurden. Wir könnten jetzt über einzelne Flughäfen sprechen und deren realer Nachfragebedeutung, wo nicht immer die zuvor geäußerte wirtschaftliche Relevanz durch die Akteure vor Ort sich im Nachhinein durch Buchungsverhalten bestätigt haben. Auch da muss man das Abweichen von wirtschaftspolitischem Anspruch einer Region und realer Buchung an ganz bestimmten Flughafenstandorten näher zusammenbringen. Es wird dabei bleiben, egal wann wir nach Vorlage des Bundeskonzeptes letztendlich beginnen können mit der Fortschreibung des Landesverkehrskonzeptes, dass wir keine Landessubventionstatbestände neu aufmachen. Es kann nicht sein, dass das Land den Betrieb subventioniert, egal an welchem regionalen Flughafen. Das wird sicherlich eine Leitplanke sein bei dem Luftverkehrskonzept in Nordrhein-Westfalen.
Jetzt ist die Zeit leider abgelaufen. Bis jetzt fragt auch keiner mehr, sonst könnte ich ja noch weitere Ausführungen machen. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, dass die Landesregierung ein hohes Interesse daran hat, den volkswirtschaftlichen Nutzen des Luftverkehrs zu verbinden mit dem Klima- und Umweltschutz, wie er nicht nur im Klimaschutzgesetz und im Klimaaktionsplan niedergelegt ist, sondern wie ihn auch die Anwohnerinnen und Anwohner erwarten. Ich lade Sie nur ein, mit mir gemeinsam auch dann Flagge zu zeigen vor Ort, wenn Lärmschutzgegner Bürgerversammlungen machen und dann auch Vertreter vieler Parteien auf einmal vor Ort eine andere Position einnehmen, als sie hier von den entsprechenden Fraktionen kundgetan wird. Auch da ist das politische Heldentum sehr unterschiedlich entwickelt. Ich will jetzt keinen Heldenepos hier einfordern, aber doch darauf hinweisen, ein wenig weniger Opportunität und ein wenig mehr Standfestigkeit ist gut, auch für den Luftverkehr in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Bleiben Sie bitte noch vorne, denn Ihre Redezeit war zwar abgelaufen, aber das Parlament neigt heute dazu, Ihnen fast jeden Wunsch zu erfüllen, nach zusätzlicher Redezeit allemal. Und dies in Form einer Kurzintervention, die Herr Kollege Bayer für die Piratenfraktion angemeldet hat. Er hat also jetzt 90 Sekunden Zeit und Sie dann, Herr Minister, 90 Sekunden zur Entgegnung. Herr Kollege Bayer. Vielen Dank, Herr Präsident. Ja, wir brauchen in Nordrhein-Westfalen insgesamt ein Verkehrskonzept, ein neues, modernes Verkehrskonzept. Da gehören natürlich die Flughäfen dazu. Und das ist natürlich Nordrhein-Westfalens Sache. Und der Traum, dass man die Regionalflughäfen nutzen könnte, um die großen Flughäfen zu entlasten, der funktioniert nicht. Das haben wir auch heute Morgen gehört. Jetzt haben Sie gesagt, wir sind eingebunden in die Verwaltung des Bundes. Sind das denn andere Bundesländer nicht, die so ein Landesluftverkehrskonzept haben oder auch neu vorgelegt haben? Das Land NRW hat viele Interessen, die kein anderes Bundesland hat, hat ja auch die größte Flughafendichte und so weiter und so fort, haben wir im Antrag stehen. Haben Sie denn das alles in der Posch-Kommission durchbekommen? Also ich kann das nicht erkennen. Noch nicht mal mit FDP-Brille könnte ich erkennen, dass eine Posch-Kommission die Interessen berücksichtigt worden wären. Und dann zu den Nachtflügen. Sie möchten also Nachtflüge auch auf anderen Flughäfen. Das ist ein deutliches Bekenntnis für Nachtflüge, auch in Köln. Also Flughafen Köln, Fluglärm und Wertschöpfung Niederlande. Auch das haben wir heute Morgen gehört. Möchten Sie denn, und das frage ich Sie mal konkret, möchten Sie denn politisch die Nachtflüge in Köln, Bonn so belassen oder ausweiten? Ist das so? Ja oder nein? Ganz klare Antwort, Herr Bayer. Die Landesregierung ist zutiefst davon überzeugt, dass es gut und richtig ist, dass die Frachtflugoffenheit bis 2030 abgebildet ist. Was die Passage angeht, ist die Landesregierung genauso davon überzeugt, dass man hier ein Nachtflugverbot aussprechen könnte, wenn man es denn wollte. Das hat der Bund abgelehnt. Dazu ist an dieser Stelle nicht mehr zu sagen. Und ansonsten werden wir natürlich auch unsere niederländischen Nachbarn dazu befragen, was denn mit Ausbauabsichten auf der holländischen Seite beabsichtigt ist. Wir werden ein Luftverkehrskonzept vorlegen, wenn das Bundeskonzept vorliegt, was die Anregungen des Bundes aufgreift und was partizipatorisch all die Aspekte integriert, die von den Akteuren der Luftverkehrswirtschaft in Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Ländern gewünscht und gefordert wird und wir als Landesregierung für vernünftig halten. Vielen Dank, Herr Minister. Bitte. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, jetzt sind Sie entlassen, aber ich wollte keine Aufregung provozieren. Vielen Dank für die Kurzintervention und die Antwort darauf. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Und das heißt erstens zur Überweisung des Antrags der Piratenfraktion, Drucksache 19584. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung dieser Drucksache an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr. Federführend an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer ist für diese Überweisungsempfehlung? Danke sehr. Gegenstimmen, Enthaltungen? Nicht der Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Wir stimmen zweitens ab über die Überweisungsempfehlung des Antrags der FDP-Fraktion, Drucksache 19599.
Hier empfiehlt der Ältestenrat die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr, federführend an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk. Die abschließende Abstimmung soll auch hier, wie üblich, im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer möchte dem folgen mit seinem Votum dieser Beweisungsempfehlung? Danke sehr. Gegenstimmen, Enthaltungen gibt es nicht. Damit ist die Beweisungsempfehlung ebenfalls einstimmig angenommen. Herzlichen Dank. Ich schließe die Beratung zu Tagesordnungspunkt 4, rufe auf Tagesordnungspunkt 5.